Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir Owen gefunden. Knickknack. Hatten danach einen Albtraum. Über die Kids, die uns befreit haben. Und wir sind am Ende hier gelandet. Also wir haben hier Gegner. Scars. Hat sie zumindest gerade gesagt. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber gut. Wo sieht sie denn Scars? Weil ich sehe sie nämlich noch nicht. Hallo? Ja, keine Ahnung, wo die sein sollen. Aber ist okay. Könnten wir theoretisch eigentlich nicht hier rüber springen? Aber nee. Wir platzieren vorsichtshalber ein Red, worüber wir drüber balancieren. Ja, nicht. Okay. So, wo sollen jetzt hier Scars sein? Ich sehe noch keine. Vor allem, wenn hier unten welche sind, würde ich die gerne mit meinem Sniper, na gut, ich habe keinen richtigen Sniper, aber so zumindest von oben, schon mal so ein bisschen, ne, ausmerzen. Aber, nö. Gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Gucken wir mal kurz in den LKW, wo bin ich? Fuck. Es war die Abtrünnige. Was? Wenigstens weiß ich, dass er lebt. Es war die Abtrünnige, okay. Alter, das sind ein paar Leutchen hier. Die uns sehr nahe kommen. Okay, also, wir versuchen, wie immer, sneaky vorzugehen. Und wir werden wahrscheinlich daran scheitern, um ehrlich zu sein. Okay, probieren wir sneaky. Wir probieren, den jetzt wegzuklatschen. Komm mit. Du entkommst. Ich hoffe, dass uns jetzt, dass der hier nicht gesehen wird. Einfach Maul halten. Da drüben ist noch ein kräftiger. Den wollen wir noch sneaky auseinandernehmen. Ich weiß noch nicht wie ganz genau. Vielleicht probieren wir es mal mit dem Crossbow. Weil er wird ja auch wieder hier zurückkommen, I think. Ah, wo ist er? Du Scheiße, da kommt es ja auch noch, Alter. Okay, den haben wir. Nice. So, wo ist jetzt der andere? Der andere muss ja auch hier gleich wiederkommen. Da ist auch noch einer. Der müsste jetzt die Leiche sehen. Und jetzt kommt noch Johnny. Here is Johnny. Ja, lauf mal da drüben hin. Nee, warte mal. Den müssen wir anders sneaky machen. Sichtkontakt! Shit. Das war nicht gut. Erwischt! Kleiner Ficker. Auf die Fresse, du Wichser. Scheiße. Ah, denke ich mir auch gerade. Verdammte Scheiße.
Habe ich dafür jetzt wirklich alle erledigt? Das wäre natürlich super nice. Okay, hier haben wir schon mal unsere Pfeile wieder. Und wir gehen sneaky weg. Wir wissen auf jeden Fall, wir sind immer noch auf der Suche jetzt nach den Kiddies. Und die Kiddies sind noch am Leben. Sie sind gefangen noch genommen worden, aber sie sind noch am Leben. Das gut ist. Deswegen machen wir jetzt hier den Sneak-Pack. Ja, wir hätten das wahrscheinlich auch alles umgehen können. Genau. Indem wir hier einfach nur hier hingerannt wären und den, ja, da hätten wir den ganzen Kram umgehen können, so ein bisschen. Aber gut. Wer das Let's Play verfolgt, weiß. Wir sind da nicht so. Wir sind da ein bisschen anders gestrickt, was das angeht. Aber hier liegen Leichen, die nicht von mir sind. Und ich höre auch nichts. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Wollen wir uns das mal kurz angucken, was hier passiert ist? Oh, shit. Kleiner? Noch da? Komm bloß nicht näher! Ich bin's. Tut mir leid. Wie geht's dir? Ich werde deinen Arm bewegen. Lehn dich an mich. Wo bringst du sie hin? Komm. Was hast du vor? Ich gebe ihr eine Chance. Alles Verbandszeug, was du hast. Hey, alles okay. Runter damit! Nimm ihn runter! Ich sag der Bogen runter! Ellie, was soll das? Lev, Bogen runter. Ist okay. Abby, wer sind die Kinder? Meine Lebensretter. Kannst du sie dir ansehen? Bleib, Alice. Das ist Yara. Wie kam das? Ein Hammer. Ich war's nicht. Leg sie hin. Spürst du das? Yara. Nein. Ich wollte es säubern und versuchen... Der Knochen ist zerschmettert. Das Compartment-Syndrom. Was heißt das? Das heißt, dass der Arm ab muss. Sie ist Soldatin. Sie braucht ihren Arm. Wir können ihn nicht absterben lassen. Es soll nur nicht mehr wehtun. Bitte. Was brauchst du? Am besten eine Säge, Fäden, Klammern, Antibiotika. Aber das können wir wohl vergessen. Wir haben Messer, Feuer. Schneiden und ausbrennen? Sie stirbt an der Infektion. Schreib eine Liste. Ich gehe zum Krankenhaus und hol alles. Du brauchst einen ganzen Tag. Ist mir egal. Es geht nicht um dich, Abby. Sie kann nicht so lange warten. Und was ist, wenn ich dich in 2 Stunden hinbringe? Das Wolf-Krankenhaus, oder? Auf der Westseite. Wie? Wir haben Brücken
Hoch oben, so umgehen wie die Überschwemmung und eure Leute. Schafft sie 2 Stunden? Wahrscheinlich, ja. Dann schreibt die Liste. Warte, ernsthaft? Die Brücken gehören den Scars. Sie schicken immer nur kleine Trupps los. Hörst du? Kleine Trupps. Das ist kein Spiel. Lev? Sie führe dich. Sie beschütze dich. Abby. Abby! Hey. Was? Du... Sind das meine Schlüssel? Sorry. Können wir reden? Rede. Warum machst du das? Hey, sie kam einfach her. Okay. Ich glaube, sie weiß nichts von letzter Nacht. Letzte Nacht ist mir egal. Mir nicht. Welcher? Ich hoffe, du weißt, was du tust.